Metaverse ist ein Wochenende digitaler Kreativität und spielerischer Immersion hier bei uns im Planetarium. Eine Initiative, in der wir einen Programmierwettbewerb, einen Hackathon, bei dem kreative Talente aus ganz Deutschland hier in 24 Stunden in einem Rahmen eines Wettbewerbs Inhalte für die Planetariumskuppel und für die VR-Brille entwickeln, kombinieren mit einem Angebot für das reguläre Publikum des Planetariums zum Thema digitale Interaktivität. Unser Hackathon ist ein 24-Stunden-Wettbewerb, wo verschiedene TeilnehmerInnen für die ganze Nacht an verschiedenen Projekten arbeiten. Die Aufgabe ist es, Interaktionen in das Planetarium reinzubekommen. Beispielsweise über VR-Brillen oder eine 360-Grad-Kamera hat sich ein Team ausgesucht oder auch verschiedene Kuppelprojektionen. Wir haben ein Programm um diesen Hackathon angelegt. Man kann auch im Umgang des Planetariums so ein bisschen die Geschichte spielerischer, digitaler Interaktivität erleben, sprich Videospiele, Computerspiele an alten Konsolen spielen, bis hin zu VR und Augmented Reality Anwendungen und kann aber auch in der Kuppel mit seinem eigenen Smartphone Inhalte an der Kuppel steuern. Viele Dinge, und das ist eigentlich auch der Kern der ganzen Sache, verbinden das Spielerische auch mit dem Lernen, dass Dinge dann entstehen, die auch das Planetarium interessant machen für zukünftige Generationen. Gamification ist zum Beispiel so ein Stichwort, dass wir praktisch hier mit auch dann mehr und mehr ins Programmangebot integrieren wollen, einfach um Interaktivität des Publikums zu ermöglichen.